Mahlzeit und einen wunderschönen Sonntag. Ja, wie ihr hört, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Wir haben es 15:42 Uhr. Ja, endlich ist die Zeit bei mir wieder normal. So, egal. Also, wir haben wieder ein bisschen Asche und das Bundesligaspiel hat 17.000 gebracht. Kann man mitleben, ne? Denke ich mal. Ja, und dann noch die Gefangenen dazu und. Gut, wir machen einfach mal ganz blöd und einfach weiter. Aber heute machen wir schön geschillt, ganz langsam. Ist ja Sonntag, ne? Wollen hier nichts überstürzen. Zwei Langlinge abgeladen. Ohrenspeckchen und Gefahr. Gut. Hier kaputte. Mit dem Notarzt. Gucken, ob wir was vergessen haben. Möglich. Alles möglich. So. Ja, was habe ich gerade vorhin Video gesehen von WBS, ne? Also Wildeberger oder Wilde Beuger und Solmecke, Rechtsmedienanwaltskanzlei oder Rechtsmedienkanzlei, wie man es auch immer nennen will. Ja, interessant. Und zwar, ihr kennt ja dieses Schild bei Nässe meistens 80 km/h. Ja, das gilt tatsächlich nur, wenn da wirklich das Wasser auf der Straße steht, ne? Also nicht bei normalem Regen, sondern wirklich, da muss schon Platzregen zu sein und du musst, ja, also du musst wirklich schon Wasserfilm auf der Straße sein. Dann zählt das. Wusste ich nicht, ich habe gedacht, bei Nässe, wenn es halt nass ist, ne? Also wenn es regnet, ist ja nass. Ja, aber scheinbar zählt das tatsächlich. Der Wasserfilm. Wieder etwas gelernt. Wusste ich so nicht. Gut, aber darum soll es auch heute nicht gehen. Wobei, ja, solche Dinger sind ja zwischendurch auch mal ganz interessant und vor allem sind sie auch sicherheitsrelevant, auch für uns Einsatzkräfte. Ne, weil überall, wo so ein Schild steht, bei Nässe so und so viel, kann man pauschal davon ausgehen, dass die Straße nicht im allerbesten Zustand ist. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ne, also das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wir können ruhig auf schnell gehen. Turbo lassen wir mal. Gut. Dann gucken wir mal hier rein. Nein, hier rein. Hat sich was getan? Jawohl. Die Erweiterung ist fertig. Sehr schön. Ja. Wir haben noch hier schon einen zweiten. Also, das war ja gestern. Gestern war das. Haben wir ja gestern gemacht im Stream. Ich erinnere mich. Gut, dann haben wir jetzt insgesamt drei. Dann will ich das aber auch dann mal wegklicken, nicht, dass ich mich morgen wieder. Ah, ich fährt. Achso, habe ich weggemacht. Ne, nicht, dass ich mich dann morgen freue. Cool, fertig. Hooray. Ja, und dann habe ich schon gebaut. Mensch, warum hat denn aber auch gerade keiner was gesagt? Also, Leute. der Ausblenden. So, 300.000 haben wir. Okay. Ich würde ja am liebsten schon wieder was bauen. Ah, ich hab's nicht so mit dem Sparen. Sparen ist überhaupt nicht meins. Auch in der Realität nicht. Geld bringt mir ja nichts, wenn zu Hause liegt. Weg, raus.
Ja. Aber für die Grafikkarte spare ich auf Amazon. Das kann ich wenigstens nicht für Essen ausgeben. Ja, herrlich. Ja, alles in allem gestern mit kleinen Startschwierigkeiten doch ein erfolgreicher Stream gewesen. Ja, weiß nicht, mein Handy hatte sich zwischendurch aufgehängt. Und hat den Chat nicht aktualisiert, weil wie gesagt, ich arbeite ja noch aktuell mit einem Bildschirm. Das wird sich dann ja auch hoffentlich bald ändern, wenn ich dann die Grafikkarte habe. Aktuell macht es nämlich keinen Sinn. Grafikkarte ist wichtiger. Ja, wenn ich dann einen zweiten Bildschirm habe, dann sieht es eh alles anders aus. Dann kann ich mir ja alles wunderbar auf dem zweiten Bildschirm anzeigen lassen und alles ist schick. Gut. Aber ich glaube, wir müssen mal neu laden, ne? Hier tut sich irgendwie herzlich wenig. Hier Sprechwunsch. tut sich genauso wenig. Aber hier kommen mindestens ein Sechser. Schön. Allgemein Innere, dann fliegst du auch zu den richtigen hin. Sollte man ja meinen, ne? Ich habe dann auch noch mal, ich weiß nicht, wer war das denn? Farb, ne? Ich schätze mal Fabian, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich habe dann noch mal drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Im Prinzip, also es wäre tatsächlich nicht. Ne, weil du hast ja gesagt, du würdest ja gerne, aber die Wege sind so weit hier im Verband. Naja, wenn wir mal kurz davon ausgehen, du wärst ja direkt in der Mitte von uns. Erstens, also es wäre nicht ganz so weit. Und zweitens, naja, aller Anfang ist schwer, ne? Ich meine, du wärst dann der Nächste. Also es wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und da kann man vielleicht den Nächsten dazu bringen und so weiter und so weiter, ne? Also das ist, wäre jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen. Also ich würde mich freuen. Muss ich zugeben. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall nice. Also du kannst gerne eine Anfrage stellen. Das würde uns definitiv helfen. Na, und wenn sein muss, also wenn sein muss, ich pflaster dir da auch Krankenhäuser ein. Das ist gar kein Thema. Überhaupt nicht. Ja, naja, Hameln ist ja sogar schon. Also, da hättest du schon was. Was ist denn hier heute los? So, ne, hier hast du, also Hameln hast du, das hast du. So, dann würde ich dir minden. Also, komm, so viele Krankenhäuser hier, könnte ich dir hinstellen. Warte mal, wo hast du gesagt? Bückeburg, Stadthagen. Jonna kommt aus Stadthagen, fällt mir mal gerade ein. Fährt bei uns im Rettungsdienst. Ja. Hat Stadthagen Krankenhaus? Kreisberufsschule? Einen Bahnhof haben sie schon mal. Das ist ja schon mal mehr als manch anderer Ort. Das ist Lebenshilfe. Aber Krankenhaus haben sie nicht, ne? Irgendwie Kläranlage. Umspannwerk. Was ist das? Kann man nicht erkennen. Domäne Brandenburg haben sie auch. Krankenhaus haben sie nicht, obwohl es eine Kreisstadt ist? Oh, ach, doch hier. Ich muss schon sagen. Hier haben wir. Allerdings wüsste ich gerne, was für ein Krankenhaus das ist. Hier, klär mich mal auf. Schreib's in die Kommentare.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also würde ich Sprechwunsch. hier sogar hinstellen. Also ist gar kein Thema. Und knasttechnisch. Muss die Dings hier ausstellen. Ja gut, knasttechnisch ist dann halt hier sowieso Essig, ne? Also ich weiß nicht, ob es doch irgendwo hier gibt es einen Knast. Irgendwo hier, ich glaube Bückeburg oder Bad Eilsen. Irgendwo gab's was. Ansonsten Hameln, ne? JAA. Hameln Beach. Das wäre dann das, was ich anbieten könnte. Aber wie gesagt, überleg's dir. So, wir machen hier feucht fröhlich weiter. Oh, das ist wieder ein schönes Bild. Sprechwunsch. Ja, und wir müssen die Polizei auch so ein bisschen vielleicht in Wolfsburg dann ausbauen. Aber erstmal. Warte mal. Ich weiß, was wir schon mal machen. Wir bauen hier nämlich schon mal einen Stellplatz hin. Hier kommt ja dann demnächst der LNA hin, bin ich der Meinung. LNA war es. Theoretisch gesehen können wir hier mal einen Rettungswagen hinstellen. Theoretisch. Können es aber lassen. Gut, dann ist der aber auf jeden Fall schon mal hingestellt. Sachbeschädigung, komm. Einsatz für die Kripo. Die auch mal wieder was tun. Mehr KTWs. Wir könnten natürlich. Oh, wo ist der denn? Der muss hier irgendwo hier oben sein. Hier. Bin ich der Meinung. Oder? Warte mal. Höhenweg, das ist der Friedhof. Hier sind die Tennisplätze. Dann muss, nee, dann muss das hier sein. Ja, muss das hier irgendwo sein. Hier ist nämlich irgendwo, ich weiß nicht, ist irgendwo noch ein FRH oder so heißt das. Freiwilliger Rettungshilfsdienst oder irgendwie sowas. Muss ich mal googeln. Privates Unternehmen. Die machen eigentlich nur Krankentransporte, haben aber Blaulichtbalken oben drauf. Den würde ich nämlich langfristig dann auch noch hinsetzen wollen. Weil so viel Rettungsdienst, beziehungsweise, ja, Rettungsdienste hat Wolfsburg ja nicht. Immer eigentlich außer die Berufsfeuerwehr für die Regelrettung gar nichts anderes. Macht Sprechwunsch. ja eigentlich komplett BF. Aber wir waren natürlich erstmal Braunschweig-Kirch. Es ist aber unterwegs, oder? Hoffe ich. Ja. Sonntagnachmittag, der Nachbar ist am Saugen. Ich könnte ins Essen brechen. Ich meine, es ist Sonntag. Ne, also Sonntag ist nicht ohne Grund Ruhetag. Weil mir persönlich ist es relativ Laterne. Ja, aber es gibt genug Leute, die die ganze Woche über morgens aufstehen, ne? Die haben doch wohl mal einen Tag in der Woche verdient, wo Ruhe ist.
Ganz ehrlich. Ich kann solche rücksichtslosen Menschen nicht verstehen. Sprechwunsch. Ganz ehrlich. Nee, ist richtig so. War jetzt gerade ein bisschen verwirrt, so ein bisschen zumindest. Grillunfall. Hallo. Oh, du fährst jetzt ein paar Kilometer, du musst nach Braunschweig. Weißt du was, mir ist das jetzt echt ein bisschen zu blöd. Kann ich? So, jetzt ist erstmal ein Neuro. Fertig. Augsburg hat ja eine Neurologie. Die haben ja eigentlich auch alles. Ist auch kein kleines Krankenhaus. Aber wenigstens zwei Orte, also zwei Städte, wo man hin kann. Das ist auch vor allem für die Hubschrauber dann besser. Nö. Gut. Wie hat aber auch heute wieder alles läuft und flutscht, da haben wir jetzt auch schon wieder kein Geld mehr. Wir kommen nie zur nächsten Feuerwehrwache, wenn es so weitergeht. Aber ihr seht, ne, immer irgendetwas. Sprechwunsch. Aber nachhaltig hilft das ja. Ist ja alles ganz gut so. Ja. Ich würde dann tatsächlich eigentlich als nächstes gerne mal hier den Anschluss machen, ne? Ne? Bup, 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 bup. Zumindest hier die noch drei fehlenden in Gifhorn, dass wir hier erstmal dicht haben oder irgendwie so. Ach, ich weiß nicht. Also würde ich gerne machen, wir haben aber Braunschweigen. So viel zu tun. Und so wenig Zeit, so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich hätte jetzt eigentlich gerne mal auch so. Vielleicht muss ich das auch machen, dass ich einfach mal vorher die Liste voll mache, die Einsatzliste, und dass wir die abarbeiten. Pro Folge oder so. Irgendwie mal ein bisschen am Konzept arbeiten, dass wir, was weiß ich, sagen, okay, wir machen die Liste voll. Wenn sie voll ist, stellen wir auf Pause. Und arbeiten die ab oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, weil. Ne? Ich hab nicht. Andererseits, wir haben im Livestream auch wieder viel Zeit, ne? Also, ja, schwierige Sache. Muss ich mal drüber nachdenken. Muss ich drüber nachdenken. Und, ja, das mache ich am besten jetzt, weil schon wieder Essig, ne? Also, schönen Rest Sonntag euch noch. Wir hören uns. Tomorrow in the evening. Ne? English less do, English for runaways, also Englisch für Fortgelaufene, ne? Ganz wichtig. Ja. Also, bis dann. Tschüssen.